Oh mein Gott, Tiger Asake, Asaka. Ich habe einfach so viele Weeps. Inventory Check. Alright, der Dorfjunge. Okay, machen wir doch. Akademische Schelle, Professor Jesus. Schellenberg, Liechtenstein. Okay, let's go. Wir gehen rein. Okay, sind wir mal gespannt. So, schauen wir uns mal an, den Craft. Also, ich meine, Dignitas Solo passt ja tendenziell zu jeder Farbe. Ja, Craft ist okay. Aber ich habe ja schon mal gesagt, bei Pistols fühle ich diese runden Sachen nicht so. Fühle ich eher so auf so, keine Ahnung, AWP Scope oder sowas. Aber ist alright, ist alright, ist gestattet. So, das ist aus den neuen Collections, das ist Eagle Knight heißt. Ist als Invest gar nicht so schlecht, finde ich. Sie sieht sehr gut aus. So, dann haben wir eine M41S Nitro mit Virtus Pro Stickern. Alright. Einmal der MLG, dann der RMR und der 2015 Katowice. Das ist nice. Sieht auch gut aus vom Craft. Da hatte ich dem letzten Mal Complaint, fühle ich jetzt nicht so. Aber wir haben einen Fnatic Holo 2015, ist okay. Also, ich bin ganz ehrlich, ich hätte, wenn dann, 4 von denen drauf gemacht, weil ich muss sogar sagen, auf der AK irgendwie fitten die so einigermaßen, ne, wegen dem dunklen Aspekt hier. Und dann hast du halt noch die Farbe, ich finde die noch nicht mal so out of context. Das verwirrt mich ein bisschen, weil das ist nicht das Gelb von hier. Ja, das ist ein ganz anderer Ton. Und das beißt sich so ein bisschen, also. Ah, das ist ein Non-Holos, ne? Okay. Ja, grün auf grün. Passt, ne? Ich tendiere da eher zu den Holos. Vor allem Cologne 2016 sind auch gar nicht so teuer, ne? Aber sind leider auch nicht so gefragt, obwohl ich sie eigentlich ganz okay finde. Hä? Was macht das? Das verstehe ich jetzt nicht. Auch übrigens für Leute, die einen krassen AWP-Skin suchen oder so, Atheris ist super sick, ja, und kostet halt gefühlt gar nichts. Ich meine, in Stat-MW für 6 Euro. Vor allem auf Skinport oder so kriegst du die dann halt dementsprechend für 5 Euro wahrscheinlich. Also. Oh nee, ne? Doch, doch, doch. Skinport. Deutscher Marktplatz. Große Auswahl. 100% sicher. Skins kaufen und verkaufen. Zweiter Link in der Beschreibung. Ja, blau und gelb kann man kombinieren tatsächlich. Ja, ist okay. Wäre jetzt nichts, was ich zu 100% spüre, aber kann man tatsächlich kombinieren. Butterfly Damaskus Steel, machst du auch nichts verkehrt. Butterfly steigt, Damaskus Steel underrated, dementsprechend ein bisschen günstiger. Cologne 2014 Challengers Legend. Übrigens auch gut gestiegen, ne? Sind jetzt auch, wo sind die denn mittlerweile? 195 im Steam-Markt, also extern wahrscheinlich so 150 Dollar oder so, okay. Ah ja, doch, okay, okay, got it, alright, okay, ja, okay, gut, boah, 2250 Kills, Bruder, ja, das fittet auf jeden Fall, ja, da hast du nichts verkehrt gemacht, ja, boah, die ist auch so krass hochgegangen, ne, was kostet die denn im Moment, okay. 150 Euro für eine fucking MW, Bruder, die hast du zum Lowest Dip, hast du die für 40 Euro bekommen, ne, in FN, 40 Euro FN hast du die eine Zeit lang bekommen, und jetzt liegen FNs ja, glaube ich, bei 180 oder so, also, das ist echt krass, das ist wirklich krass. Also, Inventory ist okay. Es ist zumindest aufgeräumt, bis auf diesen Skin. Den check ich nicht. Ein paar Invests sind drin. Es ist kein Skin drin, der mich komplett weghaut. So vom Craft oder vom Lookalike. Keine Ahnung, es ist ein Standard. Ich würde 5 von 10 oder so, oder? Was sagt der Chat? Wir haben Inf-Review von Jannis, ja. Ah! Okay. Okay, Jungs, wir schauen doch mal rein. Was haben wir denn hier? Also, eine Glock 18 Franklin, eine FN. Oh, hä, hey, what the fuck? Hat Jannis. Wo kommen diese Skins her, Jannis, Bruder? 0,0. Oder hätte ich mir eine Double Zero geholt? Aber ist okay. Alright, alright, alright. Okay. Okay, 0,03. Ja, wenn man auf das Fading steht, mir wäre es ein bisschen zu dunkel. Das ist ja schon fast ein Fake Black Pearl. Wäre hier noch die Corner weg. Aber. Gut gescratcht für 0,03. Okay. So, dann haben wir eine Phosphor, auch sehr guter Investment-Skin. Darauf bin ich mal gespannt, Bruder. Digga, ich habe so gehofft, dass es auf dem Scope ist, ne? Zu wild wäre das gewesen. Vox Amina, auch überkrank. Was hast du bezahlt, Jannis? Ah! Hashtag gemeinsam, Jungs. Go big or go home. Ja, wild. Also, ich würde noch nicht mal 4 Titans darauf fühlen, glaube ich. Aber muss jeder selbst wissen. Aber an sich, wenn er die günstig bekommen hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Tiger Asake, Asaka. Fuck me, 0,06, okay. Aber ey, Jannis, ich sag trotzdem, schönes Inf bisher. Holy shit, what the fuck? Also nichts Specialhaftes, aber an sich auch schön.
Oh, die gibt's oft, aber die ist auch super sexy. Also den das Pattern. Ich glaube, ich hatte auch mal eine, die Half-Half war. Was eigentlich ganz sexy. Kriegst du nicht so überkranken Overpay, aber it is what it is. Die habe ich vom Bot, die 5-7, also als Drop bekommen. Von unserem Dropbot! Das ist eigentlich okay, ein bisschen scratchy, aber das ist normal für die Float. 0,03. Ah, das Fading leider nicht so stark. 96%. Aber für 96, obwohl. Ah, ist okay. Ah, ja, das war klar. Der PP-Ger da. Ja, ey, aber Janis, Bruder, das gibt eine gute Bewertung. Das ist alles schön aufgeräumt. Was haben wir hier? Open West. Nice, nice, nice. Ich muss sagen, Jan, oh, auch schöne Gloss. Passt auch super zu den Tiger Tooth Tiles. Ein paar Crafts. Sind jetzt nicht die Banger Crafts, aber ansonsten kann man auch alles sehr stark miteinander kombinieren. Das gibt von mir eine, was geben wir, Janis? Eine 8,5 von 10, würde ich sagen. Eine 8,5 von 10 gebe ich dafür. Ich habe da wirklich gar nichts auszusetzen, aber mir fehlt halt so ein Überbanger und ein super sexy Craft oder sowas. Also ein bisschen was fehlt mir da noch. Inventory Review von Iron Fist HD. Bruder, das sieht insane aus. Was sagt der Chat dazu? Sogar eine Purple und Blue Loadout und Red. Keine Purple Loadout. Ne, okay, ne, dann ist nur nach Farben sortiert. Okay. Krass, oder? Oder Iron Fist. Es gibt schon mal einen fetten Pluspunkt. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist insane. So, wir haben Imperial Plate. Sehr geile Gloves. Passt super. Also zu Purple Loadouts absolut Number One. The Traitor, Bruder. Dieser Mann hat Geschmack. Ja. Hot Rod. Lord, I see that. 0,066. Okay. Red Dreams. Ja, das passt halt alles super zu einem Red Loadout, ne? Da kann man. Auch das hier sehr, sehr gut mitgedacht. Driver Gloves Crimson Weave, auch sehr schick, definitiv. Vor allem, er hat hier zweimal Driver Gloves, das passt auch in sich. Butterfly Knife Knight, machst du auch nichts verkehrt, das ist insane. Stainless, sehr krass hochgegangen, super krasser Invest-Skin, auch sehr schöner Play-Skin, sehr, sehr schön. Hier auch wieder Driver Gloves. Ich finde Driver Gloves auch super underrated, ne? Die kosten nicht so viel. Selbst die in FN kosten nicht so viel, aber sehen eigentlich sehr, sehr schick aus. 0,0278. Sehr schön. Was haben wir hier? Kisten drin, 284, das ist auch schön. Auch wunderschön sortiert, das Inventory. Autotronic, auch sehr geiles Knife. Ist zwar nicht mein Favorite und Bayonet mag ich auch nicht so, aber trotzdem an sich ist auf jeden Fall schon eines der hübscheren Knives, definitiv. Bruder, was geben wir Iron Fist HD? Ich muss sagen, also es ist super, super krass aufgeräumt, super krass Farbkonzept. Gut, so ein richtiger Banger hat wieder gefehlt, deswegen 10 von 10 können wir natürlich nicht geben. Aber ich finde es so in sich sehr stimmig, ne? Es ist schon sehr gut auf jeden Fall. Ich würde vielleicht auch eine 8,5 von 10 geben. Weil mir, wie gesagt, ich hätte mir noch irgend so einen richtig geilen Craft gewünscht, wo ich sage, boah, krasses Sticker-Kombo, Bruder, habe ich noch nie so gesehen. 8,5 würde nochmal eine 8,5 geben. Ja? Aber wirklich sehr, sehr schönes Inf. Wir beruhigen uns jetzt erstmal, wir machen Inventory-Check vom Kuto. Haha, let's go. Okay, ist schon mal schön sortiert, right? Let's go, let's see, guys. Oh, okay, das müssen wir uns natürlich angucken. Was haben wir denn hier für eine AK? Haben wir hier irgendeine Blue Gem oder so? Ich meine, hinten top ist relativ blau, ne? Aber dann hast du hier Fractals hier vorne ein bisschen. Schwierig. 0 Euro Overpay. Alles richtig gemacht. Ja. Hot Snakes. Sehr, sehr guter Invest-Skin. Nice. Genauso wie die hier. Super, super, super. Ja gut, Craft. Was sagt der Chat? Gefällt mir jetzt nicht so. Rot und gelb. Wenn er jetzt 4 Titan Non-Holos drauf, Bruder, wäre das 10 out of 10. Oder 4 von denen hier. So. Ey, coole Skins auf jeden Fall. Schöne Blue-Skins. Nice, nice, nice. Das ist ein geil... Ohne Witz, das ist einer der geilsten P250-Skins. Ich sag euch so, wie es ist. Vor allem für 5 Euro kriegst du den schon. Ja? Ins Souvenir. Super geil. Love from King Gold. Aza, alright. Sengo auch geil. Nice, nice, nice. Sieht das eigentlich auf einer Bison aus? Holy shit, Alter. What the fuck? Butterfly Knife Vanilla. Geil. Sportclub Superconductor. Passen super zu dem ganzen Blue Stuff. Ja, ist jetzt nicht so meins, aber ist okay. Ist gestattet. Ja, das war's auch schon. Kleines, übersichtliches Inventory, aber es erfüllt seinen Zweck. Ist schön sortiert. Ein paar Invest-Skins sind drin. Die Dinger sind auch schön prall gefüllt. I would say 7,5. Ich würde auch 7,5 geben. Ja. Das ist ein sehr ordentliches, kleines Inventory. Schön sortiert. Da hat er sich was bei gedacht. Stabile 7,5. Okay. Noch ein Inventory-Check. MD24, kann das sein?
So, okay, wir gucken rein, Jungs. Let's go. Wir haben hier eine Candy Apple, das ist gut. Ist auch noch aus der letzten Collection, also von daher, das wird auch noch ein bisschen steigen. Das Eagle Pilot. Boah, ist die hochgegangen. Leck mich am Arsch, Alter. Ja, das ist gestattet, das ist gestattet. Aeroglass, super nice. Passt auch immer zu Lore Knives und Tiger Tooth. Wobei Tiger Tooth empfehle ich eher Overtakes, aber das ist, ist okay, ist okay. Twilight Galaxy, sehr, sehr geiler Skin. Ja, ist okay. Dann haben wir einen Gem Knife, Bowie Knife Doppler Sapphire. Sehr, sehr geil. Wirklich, wirklich, wirklich gute Wahl. Bowie Knife underrated as fuck. Deswegen kriegst du da auch die Gem Knives relativ günstig im Gegensatz zu den anderen Knives. Aber das sieht trotzdem sehr, sehr geil aus. Nicht ein fucking Kratzer mit einer 0,01er Float. Auch super Invest jetzt mittlerweile. Sieht aber auch geil aus, ne? Ja. Ja, Bro, ich sag dir ganz ehrlich, Inventory finde ich auch gut. Sehr übersichtlich. Hier fehlen natürlich noch, obviously, blaue Gloves. Die Handwraps Cobalt Skulls empfehlen. Das sind die blauen. Könntest du dir dazu holen. Das sieht bestimmt ziemlich geil aus. Ja, ja, man hat ein bisschen Rot, man hat ein bisschen Blau. Also ich würde aufs Blaue definitiv gehen. Blaue Handschuhe braucht der Herr. Ja. Also ich sag mal, nicht so aufgeräumt wie das andere Inventory. Nicht so ein Farbschema drin. Dafür halt hier einen schönen Banger. Ich hätte wahrscheinlich auch so eine 7,5. Das ist ein Banger auf jeden Fall. Schönes Inventory, Bruder.